Hallihallo und willkommen zurück bei 70 Style mit Anduin. Hallo, grüß euch und der Tibra. Grüß euch. So, wir haben Wasser abgekocht, haben ein bisschen ja, das Haus demoliert, uns nicht hier eingerichtet auf diesem Eck, aber wir bleiben nicht hier. Ja, nachdem wir ja die letzten Folgen von der 16.2er da verbracht haben, werden wir natürlich schauen, dass wir irgendwas anderes finden. Ich baue nicht ganz bis unten die Woodframes. Ja. Ich habe nur ein paar aufgestellt. Ich habe 4 Wasser reingelegt. Du hast die Gläser, hast du mitgenommen? Ja. Habe ich mit. Und ein Wasser behalte ich mir. Schneebeeren. Ich nehme auch die 4 Kaktusfrüchte. Du hast gesagt, du gehst Kaktusfrüchte holen, gell? Ja, die kannst du essen. Da habe ich eine Iron-Schaufel herin. Also, ja, die habe ich von der einen noch rausgekriegt. Ja, ich lasse das mit Clay-Schaufeln noch. Steine brauche ich ja. So, jetzt geht's aber mal ab zum Wasser. Ja, ich check schon mal für mich Steine. Die Woodframes lasse ich, wie sie sind. Die Woodframes? Ja. Ja, die was nur reingestellt ja, sind. Ja, genau. Ja, ja, ich wollte es dann nicht mehr aufrüsten, weil ich schon ein bisschen knapp war mit Holz. Ja. Ich baue innen mal alles ab, was von dem Haus gibt, zum Mitnehmen. Und dann gehe ich raus, ein bisschen looten und Ressourcen sammeln. Ja. Ich fülle jetzt mal die Gläser auf und dann werden wir Richtung Westen laufen, weil höchstwahrscheinlich ist da wieder das Steppenbiom irgendwo in der Nähe. Und holen sich von dort dann gleich Yucca-Fruits. Ja, du bist durch das Fenster raus, gell? Ja. Gut. Kannst du aber gern zumachen. Ja, werde ich. So, die Kohle. Oh nein, da war Holz. So, ich mache da mal zu, damit ich in Ruhe looten kann. Ja, in der Nacht haben wir die ersten Punkte vergeben. Die Tibra hat ich habe noch nichts vergeben. Du hast noch nichts, okay. Nein. Ich habe schon 11 Punkte. Hatte ich einmal Überlebender, einmal das Kamel, also für weniger Essen, weniger Trinken, das man benötigt. Und einmal wie ein wildes Tier, das ist das, dass die Ausdauer nicht so schnell runtergeht. Das werde ich auch machen. Entschuldigung. Was passiert? Knie gegen so, Tisch. 13 Wert gewonnen. Beides hat gehalten. Beides hat gehalten. Zum Glück. Gut, das haben wir. Naja, dann machen wir uns auf darüber. Ja. Da sehen wir ja auch schon die Stadt. Ich mache mich auch am Weg. Ah ja, und Steine brauche ich. Genau, da war ja was. Steine, ja. So. Das ist die Frage, an welchem das ich mir vergreife. Ich glaube am besten gleich so ein, ja, das ist Lied. Das ist kein Stein. Ich glaube, ich werde gleich so einen nehmen, wo Eisen auch drin ist. Ja, so ein Ressourcensteinchen. Ah ja, an die könnte ich mich vergreifen. Das stimmt. Ups, geh weg. Die. Die brauchen wir sowieso zuhauf, die Ressourcen. Und da haben wir auch gleich eine ganze Sammlung davon. Sehr schön. So, darauf auf dem ersten. Haben wir jetzt gesagt, dass wir das Haus irgendwie sichern oder einfach wurscht? Nein, wir reisen ja weiter, passt. Wir reisen ja weiter. Mhm. Wir sind jetzt 2 Heuschrecken. Genau. Wie ein Heuschreckenschwarm bewegen wir sich da durchs Gelände hinter uns. Nur mehr ebene Kahle. Genau. Nicht einmal mehr Zombies gibt's. Oh, wie schön. Den Plan kenne ich noch nicht. Zumindest für kurze Zeit. Ja. Oh. Schaut das nur so aus. Ja. Ich bin noch versteckt.
Ja, ich bin da auch noch etwas sehr. So, die nächste Quest, die wir haben, ist, einen Händler zu finden. Das machen wir aber später. Jetzt ist einmal das Essen und Trinken wichtiger. Ja, bitte. Bitte darum. Und ich werde jetzt sofort Pfeile produzieren. Steine sollten wir jetzt einiges gekriegt haben. Schauen wir mal. Na bitte. Wie viele Pfeile haben wir? Zwei haben wir. Das heißt, wir machen uns Guter Plan. 88 Rippen. DS Scrap und so. So, einen solchen Stein nehmen wir noch. Na. Komme ich rauf auf den Stein. Ups. Na. Ich bin heute urungeschickt. Ah, da kriegt man Ja, alles Mögliche kriegst du raus. Eisen und ein bisschen, was ist das Potassium, Zinn? Ist ja alles. das da nicht Blei, ist das, ne? Potassium, alles kannst du rauskriegen. Aha, okay. Ja, Na, ist Potassium sehe ich unterschiedlich. gerade nicht. Kommt zum Schluss meistens. Okay, Ist alles klar. unterschiedlich, total unterschiedlich. Darum sagst du Ja, das Ressourcenstein. sind die kleinen Na, früher war Kugeln. es ja nur Eisenstein, ne? Ja, genau. Jetzt ist wirklich alles drin. Ah ja, jetzt kommt Potassium mit. Spannend. Und Kohle. Ja. Ressourcensteinchen. Ja, ich liebe sie. Du kriegst alles quer durch die Bank. So, ich laufe wie irre durch die Gegend, Schauen wir mal, wunderbar. sind wir noch versteckt? Jawohl, wir sind versteckt. Wie das kleine Häschen. Oh. Oh, das Anduin, das kleine Häschen. Oh! Oh. Mit Schlafverorli. Oh. Da habe ich jetzt wieder was braucht. So, dem Nadelbaum da, das Nadelgehölz, gefällt mir sowieso nicht im Mischwald. Das kommt da gleich weg. Der muss So, weichen. Pfeile. Cool, 91 Pfeile kann ich mir machen. So, und ich werde jetzt auch noch einmal 10 nachmachen. Ja, dann haben wir 100 Pfeile. Da sieht man wieder meinen Halbautismus. Alles schöne gerade Zahlen. Genau. Ach ja. Federn sammeln wir auch gleich nach. Das glaube ich habe ich ja schon rausgenommen, oder? Ja. Ah, den Müll kann ich eigentlich wieder beseitigen, gell? Ja, Kriegen ja sowieso kannst nichts du. mehr raus. Wir haben Die Vogelnester lassen würde gefallen mir. Wobei, wenn ich es wegnimmt, dann würde man nicht ewig in den gleichen herumsuchen. Ne? Genau. Wirst Gut. du nicht ewig in den gleichen rumstochern. Und dann weg damit. Wobei, glaube ich, die haben einen Respawn vor 500 Tage. Ja, ist halt die Frage, ob wir 500 Tage überleben. Ach, das ist kein Problem. Die Frage ist, ob die Server mit 500 Tage überlebt. Es stimmt. Dass wir überleben, das ist nicht so das Thema. Aber bei 7 Days ist eher die Frage, wie lange überlebt die Map. Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, oder? Nope. Wir hatten noch nie eine Map, die länger wie 100 Tage gehalten hat. Stimmt. Einmal waren wir, glaube ich, auf 70 oder so. Aber da haben wir noch nicht aufgenommen. Was sollten wir aufnehmen? Schaffen wir es irgendwie nicht. Stimmt. Stimmt. Ja, Tibra und ich haben gesagt, dieses Mal machen wir es anders, weil ihr wisst ja, beim Ressourcenfarmen war es bis jetzt immer so, dass wir den Server zurückgestellt haben, um für euch keine Tage zu verlieren. Dieses Mal werden wir es so machen, dass wir die Zeit weiterlaufen lassen. Ja. Einfach um mit dem Server mal eben etwas höher zu kommen, damit wir mal Damit so es richtig spannender ordentliche wird. Feralhorden erleben. Ja, beim letzten Mal die erste Horde war ja Witz. Bin zwar, ich gebe zu, dass ich ein Schisser bin. Und Die dieses Horde Mal war ein Witz. Beleuchtung aufbauen. Ja, stimmt. Das heißt, jegliches Fett wird für den Anfang auch gleich zu Naja, es geht ja nur mit Fackeln. Kohle, ne? Ja, genau. Ich hätte schon wieder mit Kohle die Fackeln gebaut, das werde ich mir auch nicht merken. So, Steinchen, Steinchen, Steinchen.
ne? Ah, da ist eine. Ist das unser Haus, oder? Ja, ich bin hier im Kreis, glaube ich. Ja, schön für dich. Ach so, ja, plötzlich, ich war ja unten das Wasser holen. Deshalb. Oh, da versteckt sich was. Ja, schön. Okay, der Weg ist auch noch immer da, wie beim letzten Mal. Oh ja, den klopfe ich nach weg. Ich würde auch sagen, dass wir die Forge, die wir uns jetzt auch als nächstes erarbeiten, gleich im neuen Zuhause aufstellen. Ja. Also das ist hier wirklich nur kurze Zuflucht. Ja, für die ersten paar Nächte. Eigentlich kann ich im Hintergrund auch Woodspikes und so gleich herrichten. Ja. Ja. Wenn du Ressourcen hast. Wenn ich Ressourcen habe. Golden Rot nehmen wir mit, den lassen wir nicht herumstehen. Meine Maus klickt laut. Klick leiser. Ich klick leiser, okay. Ich versuche es. Geht nicht. Ah, da ist noch eins. Das schaut anders aus. Also okay. Die Biomerstellung ist auf alle Fälle anders. Okay. So, ich bin bei den Kakteen. Okay, hast du in deiner Nähe Zombies? Ja. Okay. Na, dann bin ich beruhigt. Dann sind sie nicht bei mir. Ja, genau. Das Zeltlager, glaube ich, gibt es nicht mehr, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay. So, dann bring ein bisschen Abstand zwischen uns und den Zombies da. Und dann mal in Ruhe ein bisschen schauen zu können. Ah, doch, steht noch da oben. Das andere Haus ist auch da. Aber da hat er so einen komischen Abhang reingebaut, den es vorher nicht gegeben. Im Detail ist es ein bisschen anders. Okay. Naja. So. So, unser Hauptaugenmerk, wie gesagt, sind jetzt einmal die Kakteen. Ja, und vielleicht kannst du dich umsehen um ein Flachdachgebäude. So nebenbei. Oder soll ich das machen? Nein, das mache ich schon. Birken bleiben stehen, sie gefallen mir einfach. Frage ist, ob wir in der zentralen Stadt das Gebäude haben wollen oder in der Stadt, wo du vorbeigekommen bist. Wo ich vorbeigekommen bin, die ist schon sehr weit weg und da liegt der See dazwischen. Ah, alles klar. Ja. Okay. Also, ja. Also dann nehmen wir eher... Ja, die große Frage ist, wie ist die Aussicht da drinnen, ne? Beim letzten Mal war es ja da sehr düster. Da war sie eher so verbranntes Gebiet, hat naja, die ausgeschaut, gell? Schaut schon wieder eher so aus. Na gut. So, dann laufe ich da mal nach oben. So, da die Kohle nehmen wir mit. Ein bisschen was zumindest. Die ganze ja. Werden wir nicht schaffen. Das ist zum Einheizen nicht schlecht. Ja, und vor allem fürs Schießpulver. Ja. Es sind halt lauter Sachen, was wir schon mal machen könnten. So. Ich finde es eine gute Idee. Ich fange mit den Wood Spikes an. Wood. Mhm. Hast du einen Client noch immer in Englisch? Ja. Ich habe die installieren. Und neu. Oder man kann es in die Einstellungen irgendwo ändern. Bei mir ist alles in Deutsch. Ja, du hast sie noch installiert in der Zwischenzeit.
Habe ich nicht gemacht. So, ich brauche ein paar neue Steinäxte. 2x40. Ja, die muss ich dann auch als nächstes killen. Damit man. Machen wir das wieder so wie beim. Ja, ich würde sagen, 16, ich mache das Werkzeug. Okay, dann gehe ich wieder als erstes auf den Loot. Bei den Waffen werden wir sie auch noch absprechen. Du wahrscheinlich wieder eher Schrotflinten. Nehme ich an. Jo. Ich bin die Schrotflintentante. Dann werde ich hier auf aufs Jagdgewehr oder so gehen. Aber ich glaube, so detailliert ist das ja nicht unterschieden. Das muss ich mir nochmal anschauen. So. Ne, bitte, jetzt haben wir die Kohle auch gleich mit, die komplette. 10 Uhr ist, jetzt müssen wir wirklich sie konzentrieren auf die Kakteen, weil wir brauchen da. Wir brauchen ein paar. Zwei Stacks werden toll, wenn wir mitnehmen. Und schau, dass du nicht gleich wieder irgendein Geier auf dich ziehst. Ja, ja, deshalb krabble ich nur gebückt herunter. Stimmt, ja, beim letzten Mal hatten wir ja da in der Steppe den Geier und dann waren wir auch gleich infiziert. War aber eine interessante Folge. Ja, und dann die Suche nach einem Antibiotika. Ja. Die ja auch geglückt ist, muss man sagen. Ich bin auch irgendwie ein Verfolger. Soll ich zu dir kommen und helfen? Nein, geht schon. Okay. Ich baue jetzt gerade nur den letzten Rest von der Kohle ab, weil wenn ich das schon anfange, ja, dann ist nehme ich es komplett mit. Erledigt. Ich lese es ja nicht mehr. So, ah ja, da oben war das Ressourcensteinchen. Sehr schön. Okay. So, was machen wir denn? Haben wir da noch Pfeile? Ja, das ist sehr cool. So, oder ich mache mir gleich einmal ein paar Äxte. Äxte. Neun Prozent bemessen. Oh, dann wirf da mal was ein. Mhm. Ich tue laufend irgendwas mampfen. Immer ein bisschen da, ein bisschen dort. Das zerlegen. Nächste Steinaxt. Zwei Bomber wieder. Und ich sollte was ausziehen. Wird's hot? Mir wird heiß. Das zerlegen. Okay. Scrap. Okay, was ist bei dir gefallen? Bauen. Okay. Was wird jetzt? Ah ja, Juckerfrüchte. Nächster Baum.
Ich habe immer wieder zwischen ein, zwei Schneebären eingeworfen und es hat ganz gut funktioniert. Dann nehmen wir 4 pro Tag in der Früh. Die tägliche Droge. Genau. Den können wir auch noch mitnehmen, da. Der braucht nicht lange. So. Die tägliche Droge, die Schneebären. Bin versteckt, passt. So, da drüben ist Anduin, okay. Ich weiß nicht, soll ich mal zu dem Werk da runterlaufen? Was ist das? Oder ist das ja das Stadt, gell? Südwestlich von uns? Von mir südöstlich. Südöstlich. Ist die Stadt. Okay. Soll ich mal einen Blick drauf werfen? Mache ich am nächsten Tag. Wir brauchen jetzt mal Holz und Steine. Und dann Futter. Wir müssen noch was ausziehen. Ups. Ich finde gerade keine Nester. Okay. Oh. Rucksack. Nichts drin. Oh, schmoren wir da an. So, Ja, ich hätte schon gleich angedockt an dem Kaktus da. Zu Anfang ist man ja noch ängstlich. Drum wird geschlichen. Na schau, dafür habe ich 2 Eier. Ich bin jetzt gleich auf 100 wieder mit Nessen. Das heißt, als was ich jetzt am Nachmittag farme und Kakteen ist schon Reserve. Ja, fein. Ich bin ziemlich hungrig, ich bin auf 9. Das ist beim Trinken. Wir haben unsere 2 Anfangsdosen noch drin, also im schlimmsten Fall. Ja. Dann ist er da. Und 2 haben wir gefunden auch schon. Stimmt. 2 Wässer. Die harten Reserven. Oh, Mais. Sehr gut. Beim Essen bin ich auf 37, also. Sehr schön. Okay, den nimmt man jetzt komplett. Ja. Das war sowieso ein Trick, wie der noch geteilt war. Den so halb runternehmen, gell? Ja. Muss aber aufpassen müssen, dass keiner verloren geht. Dafür kriegt man jetzt nur mehr einen raus, ne? Ja. Ich verwandle ihn aber gleich wieder in Seed. In Seed. So. Wo sind die nächsten Kakteen? Na,
Ja. Da sind welche. So, na bitte, haben wir eh schon. Also bei mir geht's schön voran. Mal schauen, ob ich wieder Pfeile machen kann. Nein. So. Es hat gerade geläutet. Ja, dann würde ich sagen, ja. Machen wir hier kurz Pause, oder? Machen wir hier kurz Pause, ja. Gut. Jo, wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns gleich wieder. Yep. Bis dann. Ciao. Tschüss.